Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ja, wir sind in der Superstraßenrennstaffel und dabei in der Club-Streckenserie. Ein Rennen fehlt noch, dann haben wir sie abgeschlossen. Es geht nach Silverstone und es wird nass werden. Der Heimat des britischen Motorsports statt. Die Rennstrecke wurde auf einem ehemaligen Militärflugplatz errichtet. Also zumindest laut der Bilder soll es ein bisschen nass werden. Nicht nur das Bild hier, sondern auch, was wir eben unten rechts hatten. Ich hoffe mal, dass es ja nicht unbedingt der Fall sein wird, aber wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Ja, doch, ein bisschen nass ist es schon. So, das heißt, Bremsen wäre schon sehr, sehr praktisch, ja. So, dann haben wir ja noch so ein paar Sachen dazu. Leider nichts Grünes. Unbegrenzte Anwendung, ja, und dann haben wir da zwei von. Da können wir eigentlich auch mal so ein paar verkaufen, ne? Motorhaubenkamera. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Sollen wir die mal ausrüsten? Wobei, bei Regen. Na, muss das glaube ich nicht unbedingt sein. Ich hätte aber noch ganz gerne irgendwas Grünes. Deswegen, ja, wollen wir uns noch mal eins kaufen hier für. Ah, vielleicht für 25.000. Nur Bremslinie. Ja, das haben wir ja alles schon. Minus 3 Gewicht. Leistung. Gibt es noch was Grünes? Natürlich nicht. Naja, was soll's. Dann halt nicht. So, würde ich sagen, fangen wir an. Starten wir. Rennen 5 von 5. Und jetzt Daumen drücken, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wie ich mir das vorstelle. Also, auf geht's. Naja, da haben wir wieder die fetten Pfützen. So, es ist natürlich eine abgekürzte Variante von Silverstone. Also nicht das, die Formel 1 Strecke, die ganz lange. Wir haben auch 5 Runden. Das heißt, es wird wirklich sehr kurz werden. So, ein ziemliches Geschiebe, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Gegnern. Und Platz 10, das ist erstmal schon mal gar nicht schlecht. Es wird ja reichen, wenn wir hier 2 Plätze pro Runde gut machen, aber am Anfang kann man halt ein paar Plätze mehr gut machen. Deswegen, ein bisschen was muss da noch kommen, diese Runde. Ja, das war gut. Vielleicht kriegen wir auch noch die Jungs hier vor uns. Da haben sie schon so eine kleine schöne Lücke dazwischen drin. Und das sieht gut aus. Also, wir sind schon an 6 Leuten vorbei. Super. Fehlen ja nur noch 3. Und da haben wir noch ein paar Runden für Zeit. Wunderbar. Und noch keine wirklichen Wackler. Also, ich bin begeistert. Bis hierhin sieht es richtig gut aus. Aber der schlägt sich auch gut. Also, der Golf hat da keine großen Probleme bis hierhin. Auch was jetzt die nasse Strecke angeht. Ich meine jetzt, in der Pfütze so richtig waren wir noch nicht. Uiuiuiui. Das war jetzt heftig. Das wird sich wahrscheinlich auch noch rächen. So, das heißt, ich hoffe mal, das Auto macht jetzt nicht langsam schlapp, weil wir doch einen beträchtlichen Schaden dadurch erlitten haben. Ich würde ganz gerne an den Kollegen hier vorbei, damit wir jetzt vielleicht dann eher unsere Position nur halten müssen und verteidigen können. Denn mit kaputtem Auto aufholen ist scheiße. So, 2 von 5.
Runden haben wir jetzt geschafft und es sieht gut aus. Dritter Platz, vielleicht können wir hier noch ein bisschen Luft verschaffen auf den Geraden, das wäre doch was. Oh, da geht ja gar nichts mit Bremsen. Hilfe, Hilfe. Haben wir den ganzen guten Vorsprung jetzt verloren. Also, wenn wir uns das jetzt erlauben konnten, diesen Ausrutscher, dann war der Vorsprung wirklich groß. Jetzt ist er aber bei 0,0. So, die werden jetzt versuchen, ordentlich Druck zu machen, die Konkurrenten. So, was für ein Krach hier durch die Pfützen. Aber jetzt konnten wir den Vorsprung wieder ein bisschen ausbauen. Also auf den Geraden und bei Kurven, die uns jetzt liegen, da können wir richtig gut was rausfahren. Oh ja. Also das Auto ist immer noch gut drauf. Hätten wir wahrscheinlich sogar noch, hätten wir den Ausritt nicht gemacht, uns noch den zweiten Platz holen können. Aber abschreiben würde ich den zweiten Platz jetzt auch noch nicht. Auch wenn wir natürlich Safety First, ne? Vor allem unseren Vorsprung hier so ein bisschen sichern. So, hier hatten wir ja unseren Ausritt. Und gerade das Ende der Strecke hier, diese beiden Kurven, die jetzt kommen, gerade da haben wir gute Karten immer gehabt jetzt. Also vielleicht können wir uns da so ein bisschen ranziehen an den Gegner. Meinetwegen auch hier ein bisschen außen fahren, damit man nicht durch diese riesen Pfütze durch muss. Und ja, man sieht schon, wir kommen hier ganz gut ran, ne? Ja, ja. Also Platz 2 sollte es schon werden. Oh, und auch hier bremsen die ab. Naja, okay. Ob man das jetzt machen muss, das weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Ja, Platz 1 ist deutlich zu weit weg. Aber Platz 2 ist schon ein super Ergebnis, ne? Aber die Pfützen sind hier auch nicht so schwer wie bei der anderen Strecke. Fällt eigentlich kaum ins Gewicht hier, diese äußeren Umstände, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da haben wir eher einen Vorteil gehabt jetzt als einen Nachteil. Aber noch sind wir ja nicht im Ziel. So, noch eine perfekte Kurve. Hier sind wir jetzt ein bisschen am Rutschen gewesen. So, und jetzt heißt es einfach weiter diese Zielgerade. Naja, Zielkurve muss man eigentlich eher sagen. Und dann haben wir es geschafft und haben uns hier den zweiten Platz geholt. Wunderbar. Und damit sind wir auch mit dieser Staffel hier quasi fertig. ...19.300 Credits. Fahrerstufe 8. Na, es wird langsam. Nicht mehr lange, bis wir hier im zweistelligen Bereich sind. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Fortsetzen und das nächste. Sie sich der nächsten Herausforderung stellen. Ja, die nächste Herausforderung, die USA-Tour, Serie 3 von 15. 6 Rennen.
werden sie die berühmtesten Rennstrecken der Vereinigten Super Staaten Street. Bereisen, die gleichbedeutend mit dem besten Rennsport des Landes sind. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal eine Klasse, die wir noch nicht hatten. Ultimative Spocom. Ich denke mal, das wäre doch eine gute Sache. Big performance into a compact space and they come from all over the world. Often they're the fastest versions of a particular model and they squeeze every last drop of power from mass production engines. They also have more aggressive suspension to make them corner better, plus chunky body kits to help them fight the air and stand out from the others. Ja, da haben wir auch schon Autos, aber naja, wir werden uns da wohl nochmal ein bisschen was anderes kaufen müssen. Und so wie es aussieht, sind die auch nicht ganz billig. Also, Klasse B, 600 Punkte maximal sind erlaubt. Oh, den einen haben wir doch schon, ne? 533. Können wir den noch ein bisschen tunen? Jo. Den lassen wir mal automatisch machen. So, das ist immer das Schöne. Der wird leichter gemacht. Höchstgeschwindigkeit, Querbeschleunigung, alles ein bisschen höher. Für 20.600. Dann sparen wir hier uns ein bisschen die Kohle. Wenn wir hiervon schon ein Auto haben, warum sollen wir es nicht benutzen, ne? Credits können wir noch gut gebrauchen. So, und ein Audi TTS ist ja auch nicht das Schlechteste. Ja, es geht weiter. Daytona Speedway. Ja, eine altehrwürdige Strecke. Das Rennen findet auf dem Daytona International Speedway statt, der größten beleuchteten Outdoor-Rennsportanlage Nordamerikas. Ja, und ich würde sagen, wir können uns durchaus noch das eine Rennen uns geben. Und danach machen wir dann einfach weiter. Mit der nächsten Folge geht es dann weiter auf dieser USA-Tour. Und dann werden wir aber auch noch im Laufe dieser Aufnahme, da würde ich auch ganz gerne noch das eine oder andere Schaurennen machen, damit wir da auch ein bisschen aufholen. So, das ist unser Flitzer. Sehr nett. So, gucken wir mal. Yas Marina, Indianapolis, Leistung. Auf diesen Speedways ist Leistung wahrscheinlich immer sehr, sehr gut. Circuit of the Americas. Dann behalten wir doch die plus 5%. Die sind ja doch ein bisschen besser. Ja, Risiko haben wir hier auch. Den hier können wir mal verkaufen. Nur Bremslinie haben wir doch sowieso nur, oder? Dann können wir das auch mit reinpacken. Und weil wir jetzt so ein bisschen was gespart haben, können wir eigentlich nochmal ein Mod-Paket kaufen hier für 50.000. Bodenhaftung. Überholung. Startposition. Das ist so für Problemrennen immer gut. EP-Multiplikator. Zurückspulen aus. Oh ja. Auch interessant. So, ich denke mal, das hier wäre ganz nett. So, den hier bauen wir noch mit ein. Also, perfektes Überholen. Würde was bringen und dann wollen wir direkt auch ins erste Rennen starten. Und ich bin sehr gespannt, was unser neues Fahrzeug hier so auf den Asphalt bringt. Also, auf geht's. So, die sind ja hier ganz schön langsam. Oder wir haben einfach eine richtig gute Beschleunigung. Eieieiei. Können wir von Glück reden, dass wir hier nur auf Platz 7 zurückfallen? Ne?
Ja, das war jetzt nicht das perfekte Überholen, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, da wird jetzt gar nichts angezeigt. Also es geht ja doch ganz schön eng zusammen manchmal. Aber wir kommen eigentlich ganz gut klar, ne? Fünfter Platz und das noch in Runde 1, das ist schon vernünftig. So, und jetzt ordentlich Windschatten fahren hier. Aber was die Höchstgeschwindigkeit angeht, da werden wir wahrscheinlich Nachteile haben, wenn der schon so gut weggekommen ist. Nee, oder? Okay. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die nicht zu weit davon fahren. Dass wir da im Infield dann wieder die Möglichkeit haben, ranzukommen. Ja, das wäre ganz, ganz wichtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, da waren wir doch ein bisschen zu lange auf dem Gas, würde ich mal behaupten. Hammermäßig. Also, das wird noch interessant werden. Naja, den einen haben wir immerhin bekommen. Aber was ganz wichtig ist, vorne sind Platz 5 und 4. Und zu den ersten drei ist doch schon eine ganz schöne Lücke jetzt aufgerissen. Also die müssen wir mal langsam zufahren. Sonst gibt es hier nämlich nichts zu holen für uns. So, und die stehen hier ja fast auf der Stelle. Also da können wir durch unsere Superbeschleunigung hier immer ganz gut fahren. Aber sobald es dann außen wieder die einmal halb rumgeht, da werden wir dann wieder Plätze liegen lassen oder ja, der Abstand wird sich da wieder vergrößern. So, und einen müssen wir nämlich noch einholen. So, die werden jetzt wahrscheinlich an uns rankommen. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir hier den Abstand gleich halten. So, die Kurve war gut. So, und den gelben, den brauchen wir noch. Ganz wichtig. Ah, ein bisschen viel Gerutsche hier in der Kurve. Eieieiei, das wird noch eine harte Nummer werden. Aber wir müssen geduldig bleiben. Also durch unsere, das war jetzt Mist, durch unsere Höchstgeschwindigkeit ist es natürlich absolute Pflicht, dass wir vor der langen Gerade oder vor dieser Kurve, die halt vor dieser Steilkurve da, dass wir da auf jeden Fall die Nase vorne haben, damit wir den ordentlich immer schön ablocken können, sonst wird das nämlich gar nichts. Und es sieht nicht gut aus. Thank you.
Nee, nee. Also, das Rennen war leider gar nichts. Da würde ich fast sagen, können wir eigentlich eben... Ach, wobei, fahren wir es mal eben zu Ende. Machen wir in der nächsten Folge dann nochmal. Schade, schade. Das sah so gut aus am Anfang, aber da war die Lücke dann zu den ersten drei einfach schon zu groß. Da müssen wir noch mehr Plätze gut machen und vor allem den Abstand klein halten zu den Top 3. Oder halt zu dem dritten Platz reicht ja schon. Aber da wir eher auf Beschleunigung als auf Höchstgeschwindigkeit sind, das ist jetzt natürlich hier für diese Art von Rennen ziemlich doof. Weil das war nicht die letzte Steilwandkurve hier. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das am besten lösen. Vielleicht doch ein anderes Auto nehmen, ich weiß es nicht. So, es gibt auch kein Los. Das wäre nochmal schön gewesen, aber da können wir diesmal leider nichts absahen. Jo, also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Ich sag danke fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ciao.